Jö, dann gucken wir doch mal. Also der eine müsste schon fertig sein. Genau, du. Wie platzieren wir das am besten? Geh erstmal ins Inventar und warte da. Da. So, wenn wir das direkt hier ranpappen, haben wir zwar einen Anschluss, aber wir können das Ganze dann nicht noch weiter expandieren nach Westen für später. Also ich glaube, ich mache das hier so. Ähnlich wie hier auch, dass wir einen Abstand haben. Dann kommst du. Oh, wir haben kein Muster hier. Das ist nicht gut. Ja, das Muster macht es nämlich gleich schwieriger. Da ist auch kein Fehler drin. Nein, ist kein Fehler drin. Ich brauche mehr davon. Mehr, mehr, mehr. Mehr davon, genau. Das Ganze könnte ich dann jetzt um. Ja. Also die Dinger sind direkt neben dem Pol. Das heißt, ich könnte die Dinger hier direkt neben dem Pol machen. Was ist so eine Platzverschwendung? Kann ich das nicht anders lösen? Doch, klar kann ich. Du musst mal ganz kurz aufhören zu arbeiten. Tut mir leid. Du machst nicht hier den Knick, sondern du machst hier den Knick. Du kommst da hinten raus. Gehst hier gleich runter. Kann ich jetzt. Nee, kann ich nicht. Ich habe die echt komisch aufgebaut. Darunter bappen kann ich sie auch nicht. Und. Ich bin echt davor. Ich glaube, das mache ich sogar gleich. Die abzureißen und komplett neu woanders aufzubauen. Mit einem Muster, das ein bisschen besser funktioniert. Weil so bringt das mir gar nichts. Weil ich könnte, wenn die Tanks nicht im Weg sind, da einen Viererblock draus machen. Der würde sich richtig schön leicht befüllen lassen. Oder eigentlich so eine Reihe. Ich teste mal eine Reihe. Ich hätte gerne. Wahrscheinlich noch ein bisschen Lehmfüll. Habe ich Lehmfüll dabei? Kann ich Lehmfüll kurz herstellen? Nein, fehlt Stein. Ich fülle den See hier mal ein bisschen auf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Da sind Steine. Bau davon ein paar. Hier kriegst du nochmal fast einen Stack. Bau davon noch mehr und das reicht dann. Hoffentlich. So, also einfach ein. Der Baum ist im Weg, um Land aufzuschütten. Ich denke nicht, Tim. So. So. Das sollte jetzt reichen. Ja. Und sieht richtig schön künstlich aus. Die Küstenlinie da. So, und dich können wir mal ersetzen durch einen neuen. So. Baum weg. Also. Ich hätte jetzt gerne die Lava-Händler. Eigentlich hätte ich gerne noch mehr im Inventar, damit ich gucken kann, wie das später aussieht. Aber dafür fehlen mir rote Chips und die werden oben nicht über sein. Also werde ich mir das vorstellen müssen. Oh Gott. Ja. Gut. Alternativ könnte ich das Ganze kurz pausieren, aber dann pausiert alles, was mit Eisen zu tun hat. Das ist nicht gut. Auch echt Pufferkisten. Also, gucken wir uns das ganze System jetzt vor an. Ich hatte das so angeordnet, dass es um den Pol rumrum ist. Da habe ich halt nicht dran gedacht, dass wir davon noch vier, fünf andere brauchen könnten. Das heißt, wenn wir die Dinger jetzt. Da. Also, ich kann sie nicht direkt an einen Pol ranmachen. Dann würde ich nämlich den Zugang oder den Ausgang jeweils blockieren. Wobei. Bei, wir brauchen nur einen Ausgang für 600er. Das heißt, wir könnten den einen Ausgang dann hier machen, dann wäre der andere Ausgang aber da und wird dann blockiert werden durch den anderen. Also sie können nicht direkt nebeneinander, wenn ich das richtig sehe, die brauchen immer einen Abstand. Das ist zu viel Abstand, ne? Ja, ist zu viel Abstand. Das war eigentlich schon ganz gut so. Das Problem ist halt nur die Versorgung davon. Also wenn ich das genauso mache wie da, so und so,
Dann kommt dazwischen die Lava rein. Kühlmittel kommt rau auch rein. Aber halt nur von den Seiten. Das heißt, man bräuchte drei Poles. Die Innenseite von drei Poles für einen so einen Block. Das heißt, ich könnte dann hier einen machen. Das heißt, wir hätten insgesamt vier Lava-Händler, die jeweils mit den MK8-Speed-Modulen dann später arbeiten. Das wäre auch okay. Naja, ist nicht die schönste Lösung. Ich hätte mir wirklich was gewünscht, was ich schön kompakt bauen kann und so weiter. Aber das ist momentan zu viel Friemelarbeit. Das heißt, du kommst... Gehst da runter, da hoch. Kommst da runter, da hoch. Da runter, da hoch. Du gibst jetzt bitte die 1400er Lava und machst daraus 1600er Lava. Genau, ist sogar schon richtig konfiguriert. Da. Du musst andersrum. Genau, jetzt bekommt ihr... Ja, kleiner Moment. Da, da. Da brauchst du keinen Knick mehr. Aber da braucht ihr jeweils einen. Dann geht das da unterirdisch dahin, da unterirdisch dahin. Und dann kommt die 1600er Lava hier. Von den beiden, von dem und dann von denen und alles hier rein. Und da sollte echt irgendwo eine Pumpe zwischen, fällt mir auf. Also mache ich da mal. So. Und hier ist kein Platz für eine Pumpe, warum nicht? Ja, okay. Dann mache ich einfach hier komplett so. Mist. Der Ausgang da ist doof. Ja, du bekommst eine extra Wurst. Du pumpst von da unten rein und die ganzen drei hier, die kommen dann von da und die kriegen hier eine So-Pumpe. Die verbinden sich nicht, ne? Nee, gut. Also Pumpen verbinden sich nicht seitlich mit anderen Rohren. Wenn man will, dass Rohre abgepumpt werden, dann muss das nur von der einen Seite kommen. Gut, 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 gut. So, flüssiger Sauerstoff. Können wir jetzt da oben abzwacken? Ich brauche schon wieder normale Rohre. Und da hinten hinbringen. So. Normale Rohre sind da und wir haben keine Eisenplatten. Kann ja wohl nicht angehen. Da haben wir Eisen. Schön viel Eisen. Das sich aber nicht mehr so wirklich viel staut. Keine Ahnung, wo das alles bleibt. Wahrscheinlich in der Forschung, ne? Oh, Speedmodule sind gleich fertig. Sehr schön. Also MK2 Speedmodul. Was ist hier falsch? Also, dich hatte ich konzipiert für später eventuell noch mehr Foundries. Okay. Rohre wollte ich bauen. So. Forschung ist fertig und ich habe sie aus Versehen weggeklickt. Speedmodule MK2, genau. MK3 bräuchte dann schon lila Tränke. Das ist nicht gut. Aber Waffen ist ein gutes Thema. Ich sollte immer schön nebenbei auch Waffen weiter forschen. Was bräuchte man denn für das hier? Braucht Military 4. Hehe. Braucht Alien Science Packs. Braucht Military 3. Braucht Raketenforschung. Da ist die Comet Shotgun. Ja, okay, Raketenforschung klingt dann gut. Und Raketenforschung braucht brennbares Zeug. Mach mal. So, du... Da, du, da. Das Ding müsste jetzt eigentlich schon laufen, ne? Ja, tut es. Okay. Das heißt, die Tanks. 17, 18, 18. Also so wirklich schnell füllen die sich nicht. Aber wir müssen bedenken, es wird ja auch durchgehend Eisen produziert. Guck mal, wie das hier aussieht. Steigt alles, aber steigt langsam. Gut, ich kann da jetzt keine Wunder erwarten. Ich denke, die werden erst einen guten Überschuss produzieren, wenn überall die Speedmodule drin sind.
Apropos Speed-Module, stell mal bitte her drei von den ganz guten Speed-Modulen. Derweil gucken wir oben, ob jetzt die Chipfabrik vielleicht doch langsam anfängt über zu produzieren. Grüne Tränke sehen gut aus, blaue Tränke funktionieren immer noch. Oh, das könnte echt langsam soweit sein. Also hier staunen sich die grünen Chips schon mal, das ist sehr gut. Hier noch nicht wirklich. Draht staut sich hier. Das könnten wir dann mal ein bisschen höher einstellen und du bist schon fertig. Gut, dann hätte ich gerne Raketenforschung und die braucht explosive Sachen. Brennbare Sachen, explosive Sachen, was wollen die noch alles haben? Thermonukleare Sachen. Also ja, Draht wird gepuffert, Chips werden hergestellt. Haben durchgehend Eisen, haben durchgehend Kabel, es liegt nur in der Geschwindigkeit. Das heißt, ich könnte hier die Speed-Module reintun, aber ich denke, wenn ich die Speed-Module reintue, kriegen wir nämlich nicht mehr schnell genug den Draht. Ich könnte ja spaßeshalber... Ja, ich brauche mehr Ressourcen. Ich könnte ja spaßeshalber eine gelbe Fabrik draus machen. Das sollte schon mal dann zeigen, wo Ressourcenmangel auftreten könnte. Also eine Assembling Machine MK3 bitte. Das Speed-Modul kannst du abbrechen. Das da auch, nun haben wir fürs Assembling-Ding viel mehr. Oder viel schneller die Sachen zumindest. Boah, schicker Rattenschwanz, die ganzen Sachen herzustellen. Was mich aber daran erinnert, auch auf der Stuhlliste schön drauf lassen, wir brauchen unbedingt Fabriken für die ganzen Module. Weil ich will die Module nicht immer alle von Hand herstellen müssen. Es wird doch ein wenig lästig. Was sagt die Lava? Lava ist so 34 hoch. Gut, die anderen Tanks füllen sich auch langsam, aber dennoch schnell was anderes. Ein Speed-Modul haben wir. Ich denke, die Speed-Module werde ich eher hier reinpacken, als hier oben bei der Chipfabrik. So, explosives Zeug ist fertig. Ich hätte jetzt wirklich gerne Raketenforschungszeug. Da. Ja. Vier Module sind in Arbeit und die ersten Chips stauen sich. Sehr gut, her damit. Also, und ich würde gerne wieder Batterien loswerden. Wo wurde ich Batterien los? Hier, ne? Ja, da, bitteschön. Oh, rote Chips. Gib mir mal 200 rote Chips, bitte. Dankeschön. Das ist doch mal nett. Wollen wir euch schneller machen? Nee. Solange das Ding durchgehend arbeitet, ist alles gut. Ich könnte ein bisschen schneller arbeiten. Wahrscheinlich wäre die Forschung auch schneller. Nur ich verbrauche auch schneller Ressourcen. Nö, eigentlich bin ich mit der Geschwindigkeit ganz zufrieden. Denn solange die Beißer nicht eskalieren, muss ich auch nicht eskalieren. Es ist schön, schön kalter Krieg. Ist alles gut. Ist alles gut. Naja, nicht wirklich, aber ja. Du bist wo? Don. Assembly Machine 3. Hier. So, gucken wir doch mal, wo jetzt Probleme sind. Eisen. Eisen wird nicht schnell genug reingetan. Okay, gib nochmal ein drittes schnelles Ärmchen. Kann auch ruhig ein halbes sein, das ist vollkommen egal. Erstes, weil unregelmäßig Eisenplatten da sind. Nimm mal noch mehr von den Produktivitätsmodulen. Ja, Eisenproblem. Okay. Ja, das Problem ist nämlich auch, wir haben hier die Lebensader, die schon mal nicht so super doll befüllt ist. Also sie ist nicht komplett voll. Dann wird es einmal gesplittet. Dann ist nur noch ein Teil davon da, dann wird es nochmal gesplittet. Wobei hier staut sich das, also zählt der Splitter nicht so wirklich. Kleiner Moment. Dann wird es hier nochmal gesplittet und dann kommt der Überschuss erst hier an. Das heißt, es ist klar, dass hier auf dem Fließband nicht durchgehend Eisen vorhanden sein wird. Was genau machen jetzt eigentlich die Splitter hier? Die schnellen Splitter. Die splitten wahrscheinlich. Schneller, ha? Was bringt uns das? Weil das sieht schon ziemlich flüssig hier aus.
Vielleicht gleichmäßiger. Ich setze einfach mal einen hier hin und guck. Ja, es kommt wohl zu keinem Stau, wenn nicht überall schon vorher rote Bänder sind. Aber es sind ja nicht vorher überall schon rote Bänder, das ist der Haken. Also früher oder später müssen da überall rote Bänder hin. Und das muss auch selbst auf einem roten Band durchgehend überall Eisenplatten haben. Aber das ist noch ein bisschen hin, denke ich.